Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Lange Zeit galt er als der erste Computer der Welt, der vor 75 Jahren vorgestellte ENIAC. Mittlerweile muss er sich den Ruhm mit Mark I und Konrad Zuses Z3 teilen, aber in einem war ENIAC seiner Zeit weit voraus und ist es heute noch, denn ENIAC war zu großen Teilen ein Frauenprojekt. Unser Kalenderblatt von Hartmut Schade spricht mit Conny Wolter, natürlich auch eine Frau. Wanted prangt in fetten Lettern über den Anzeigen, die in den 1940er Jahren in großen Tageszeitungen und in mathematischen Fachzeitschriften erscheinen. Jetzt ist es an der Zeit, über einen Job in der Wissenschaft und im Ingenieurwesen nachzudenken. Es ist die US Army, die so nach Mitarbeitern sucht. Nicht nach irgendwelchen, sondern Frauen mit einem Abschluss in Mathematik. Seit 1942 arbeiten John Presper Eckert und John William Mockley an einem elektrischen Großrechner. Wichtigste Aufgabe: Geschossbahnen für ballistische Tabellen berechnen. Als der Rechner endlich fertig ist, nimmt er eine ganze Etage ein, wiegt 27 Tonnen und besteht aus 17.468 Elektronenröhren und 7.200 Dioden. Gebaut von Männern. Zum Laufen, exakter Rechnen, bringen ihn Frauen. Jemand gab uns einen ganzen Stapel Blaupausen und sagte: Hier findet heraus, wie die Maschine funktioniert, und dann findet heraus, wie man sie programmiert. Kathleen McNultys Berufsbezeichnung in den 40er Jahren ist Computer. Für die US Army macht sie genau das, was nun die monströse Maschine erledigen soll: Geschossbahnen berechnen. Die Rechnerei erfolgte von Hand und die Angestellten, die rechneten, hießen nach ihrer Tätigkeit Computer, die Rechner. 6 Frauen werden für das geheime Projekt der Rechenmaschine ausgewählt, um die Programme zu schreiben. Ohne irgendwelche Vorbereitungen, so Kathleen McNulty. Keines der Mädchen wurde jemals eingearbeitet. Wir waren nur Programmierer. Also krochen die Frauen in den Schaltschränken rum, bis sie die Maschine in- und auswendig kannten, und schrieben ihr dann die Programme. Was damals aber nicht bedeutete, endlose Reihen mit Nullen und Einsen zu füllen, sondern aufzuschreiben, wie die 40 Einzelkomponenten des Rechners verkabelt werden mussten und auf welche Position die Drehschalter zu stellen waren. Eine der ENIAC-Frauen ist Marlin Weskoff. Wir waren uns sicher, dass diese Maschine alles tun konnte, was wir wollten, dass sie tut. Wir waren sehr eingebildet, was das anging. Zu Recht. Die Frauen kennen die Rechenmaschine so gut, dass sie oft schneller als die Erbauer herausfinden, welche der über 17.000 Röhren gerade ihren Dienst verweigert. Und die erste vollelektronische Rechenmaschine der Welt rechnet, was die Frauen ihr eingeben – Geschossbahnen, aber auch Rechnungen für das Atomprogramm. Am 14. Februar 1946 demonstriert ENIAC-Chef Arthur Burks Journalisten, was der Rechner alles kann. Die Reporter waren tief beeindruckt. Soweit sie es beurteilen konnten, brauchte Burks nur einen Knopf zu drücken und die Maschine erwachte zum Leben und berechnete in wenigen Augenblicken, wofür ein Mensch früher mehrere Tage gebraucht hätte. Ist auf der Webseite des IEEE zu lesen, des weltgrößten Berufsverbandes der Informatiker. Zur PR-Offensive der Armee gehören auch Fotos für die Journalisten. Es stehen nur Männer vor der imposanten Rechnerkulisse. Die Frauen hat man aus den Fotos herausgeschnitten. Erst in den 90er Jahren wird die bahnbrechende Leistung der ENIAC-Frauen wiederentdeckt, die den Röhren, Transistoren und Widerständen überhaupt erst maschinelle Intelligenz einhauchten. Das Frauenprojekt ENIAC. Vor 75 Jahren wurde der Computer vorgestellt. Das war unser Kalenderblatt.